Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf meinem kleinen Technik-Kanal. Ich habe mir ja hier vor kurzem einen neuen Hisense-Fernseher gekauft, einen chinesischen, und möchte euch im heutigen Video mal zeigen, wie ihr bei diesem Fernseher die HDMI-CEC-Funktion nutzt. CEC steht für Consumer Electronics Control und ermöglicht es euch, mit einem Tastendruck auf eurer Fernbedienung beispielsweise mehrere Geräte einzuschalten. Wenn ihr dann beispielsweise die Power-Taste auf eurer Fernbedienung drückt, dann könnte sich auch euer AV-Receiver zum Beispiel einschalten oder euer Blu-ray-Player oder irgendwie so eine Kombination. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sowohl euer Fernseher als auch alle anderen Geräte, die daran teilnehmen sollen, dieses HDMI-CEC-Feature auch unterstützen. Diese Technik, die nennt sich zum Beispiel bei Sony-Geräten Bravia Sync oder Samsung nennt das AnyNet. Dahinter steht aber immer dieser HDMI-CEC-Standard, mit dem ihr, wie gesagt, alle möglichen Geräte auf einmal steuern könnt. Im Falle meines Hisense-Fernsehers hier, wie natürlich auch bei anderen Fernsehern, müssen wir auf jeden Fall mal in die Einstellungen gehen. Die erreichen wir mit der Menütaste, die kleinen drei Striche auf der linken Seite der Fernbedienung. Dann gehen wir ein bisschen nach unten und sehen schon die Einstellungen, welche wir mit der OK-Taste in der Mitte der Fernbedienung auswählen können. Dann geht ihr in den Kategorien mal ganz nach unten in den Bereich System, drückt die OK-Taste, um dort reinzukommen, und dann seht ihr vielleicht ganz unten schon HDMI und CEC. Dort drücken wir auch nochmal OK und sehen dann nämlich, dass die CEC-Steuerung standardmäßig aktiviert ist. Ich werde die nämlich hier tatsächlich nach diesem Video ausschalten, ob ihr es glaubt oder nicht, da es bei mir in der Regel zu Chaos führt und ich dann doch die paar Tastendrücke auf meine Fernbedienung nicht so scheue, als dass ich das hier einschalten möchte. Aber hier sind die entsprechenden Optionen verfügbar. Wir können CEC generell ein- und ausschalten und können dann hier drunter festlegen, was passieren soll, wenn wir zum Beispiel den Fernseher ausschalten. Dann werden jetzt hier standardmäßig auch andere Geräte mit abgeschaltet und wir können natürlich die anderen Geräte auch automatisch einschalten lassen. Das wäre auch standardmäßig aktiv, wenn wir unseren Hisense-Fernseher hier einschalten. Unseren Hisense-Fernseher einschalten lassen können wir mit dieser Option, wenn andere Geräte in Betrieb genommen werden, die HDMI-CEC-tauglich sind. Das können AV-Receiver, Blu-ray-Player oder andere Heim-Entertainment-Geräte sein, wie gesagt, die dann auch hier unten in eurer Geräteliste auftauchen sollten. Bei mir wird komischerweise kein HDMI-Gerät erkannt, obwohl mein AV-Receiver hier unten definitiv CEC-fähig ist. Naja, hier könnt ihr die entsprechenden Einstellungen eben tätigen. Müsst dann natürlich bedenken, dass ihr die Einstellung auch auf dem Gegengerät entsprechend konfiguriert. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel sagt, dass alle Geräte automatisch abgeschaltet werden sollen mit eurem Fernseher, dann müsst ihr das natürlich auch an eurem Gegengerät, am AV-Receiver oder was in den Einstellungen erlauben. Das zeige ich jetzt hier nicht, da es jetzt hier wirklich nur um den Hisense-Fernseher mal kurz gehen sollte, damit ihr wisst, wie ihr auch dieses Feature hier findet. Ich werde das jetzt abschalten, da es bei mir nur zu Chaos führt, aber der Vollständigkeit halber wollte ich das hier auch mal behandelt haben. Ich mache es jetzt kurz, das Auto soll kein langes werden. Danke euch für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.